So Leute, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 3 HD Part 15. Wir sind hier letztes Mal stehen, boing geblieben und toll reingerannt und jetzt geht das hier weiter. So, das hat gerade so funktioniert. Dann geht das jetzt hier mal ganz entspannt weiter. Warum zur Hölle ist das so laut hier so? Verstehe das nicht, so. Ah, unser Kumpel hier. Was hat er zu sagen? Mal sehen. Ich soll den Holoprojektor im Ruheraum reparieren. Wird auch Zeit. Wir haben gestern Geheimagent Clank verpasst. Die gucken Geheimagent Clank. Ach Gottchen, ey. Moin. Alter, ist das cool. Hallo. Na? Was haben wir denn zu erzählen? Würde es Ihnen etwas ausmachen, die Brücke auszufahren, Sir? Du hast keine Freigabe für diesen Bereich. Woher weiß ich, ob ich dir trauen kann? Ja, das werde ich dir jetzt verklickern, du. Da wirst du gleich nichts mehr gegen sagen können. So. Weil ich dir die Telefonnummer von meiner Schwester gebe und weil ich ganz sicher kein Lombax bin. Als wenn man das nicht noch raufbeschwört. Oh, warum sagst du das nicht gleich? Und los geht das. Boing. So. So, Lautstärke technisch gerade. Was hat dich denn aufgehalten? Clank, was machst du denn hier? Du wolltest an der Oberfläche warten. Ich dachte, ich helfe dir. Du kannst mir helfen, Dr. Nefarios Büro zu durchsuchen. Mal sehen. Guck mal, eine komplette Geheimagent Clank Holofilmsammlung. Der Typ ist dein größter Fan. Das ist beunruhigend. Ich habe eine verschlüsselte Sternkarte runtergeladen. Vielleicht kann er sie entschlüsseln. Toll. Zurück zur Phönix. Gut. Alles klar. Hier ist nichts mehr zu tun. Das hat sich alles erledigt. Dann gehen wir hier mal ganz entspannt, nachdem wir den Blick auf die Karte geworfen haben, hier aus dieser Röhre mal nach unten. Oha. Das sieht aber nicht danach aus, als wenn wir jetzt hier... Oha, das sieht aber echt cool aus. Ach, wir hätten hier anhalten können mit Springen oder was? Ich hoffe jetzt nur nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Naja, gut. Machen wir jetzt nichts gegen. Lassen wir jetzt mal so da stehen. Oh, der Klempner. Wow, ein Déjà-vu. Ah, ach ihr seid. Genau rechtzeitig. Das hier ist eine der ekligsten Kanalisationen der Galaxie. Hier geht kaum jemand freiwillig her, aber ich... Ah, krieg nicht genug davon. Tja, ja, wir müssen dann mal. Mach du nur weiter mit dem, was du hier so machst. Hey, wenn ihr Kanalkristalle findet... Geb ich euch Puls dafür. Ich bastle was für meine Frau. Kanalkristalle. Wir merken es uns. Für je 4000, also 8000 Puls kriegen, könnten wir jetzt schon kriegen. Ich würde sagen, wir geben die noch nicht ab und sammeln ein bisschen. Ich weiß zwar nicht, wie genau wir jetzt Kanalkristalle kriegen. Durch Gegner töten oder... Oder wodurch... So,
So, Fakt ist, ist die Waffe neu? Nee. Fakt ist, wir achten einfach mal darauf. So. Und, oh, okay. Okay. Gut, ich weiß jetzt, glaube ich, wodurch wir Kanalkristalle kriegen. Stimmt. Jetzt kann ich mich erinnern. So war das hier damals. Oh, wie geil. Das ist sowas wie die Wüste oder wie die Eiswüste in Ratchet. Alter, wie geil ist das denn? So viel zu erkunden. Ja, jetzt ergibt sich die Frage auch, wie wir eine Kanalkristalle kriegen. Ne? Indem wir diese Monster töten. Auch ebenfalls. Genau. Und die bringen ja echt ganz gut Bowls. Wenn die jetzt nichts bringen würden, würde ich sagen, okay, lassen wir erstmal. Aber die bringen ja echt gut Bowls. Ah ja, 4 Gegner können wir jetzt anvisieren. Ja, mehr ist nicht. So. Gut. Nicht, dass wir hier was übersehen. Wir wollen natürlich alle Gänge abgehen. Kommen wir hier hoch, sag mal? Nee, ne? Nee. Ist hier Ende? Okay. Ich dachte, hier ist Ende. Hier ist ja gar kein Ende. Oder? Doch, hier ist doch Ende. Ja, ich dachte, hier wäre... Also wir sind auf jeden Fall weitergekommen, als die Karte uns das gesagt hat. Ja, also da sollten wir nochmal einen Blick drauf werfen. Einen schüchternen Blick. So. Gut. Warp zu einer anderen Brücke. Gucken wir mal. Ich finde es ja cool, dass wir uns hier durch warpen können. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach von da an, wo wir gerade angekommen waren. Nämlich von hier. Ach, hier ist das, wo wir eben gerade durchgesegelt sind, sag ich mal, ja? Stimmt. Sehr cool. Vor allem, wie das ausschaut. Hat was. Vor allem, wie lang das ist, sehen wir jetzt erst in seiner vollen Pracht. Ja, wir haben ja gar keine Sturmstiefel. So, die Gefechtstürme will ich jetzt auch unbedingt mal hier testen und upgraden. Das finde ich halt so mega cool. Leute haten mich da eventuell für, aber es gibt, ich finde das so mega cool, wie das in den folgenden Parts ist von Ratchet & Clank. Also in... Ja, Ratchet & Clank. Das Quest for Buddy, Tools of Destruction etc. Ich finde das mega cool, wie es da geregelt ist. Mit den Waffen-Upgrades. Ne, A Crack in Time. A Crack in Time ist das, wo man die Waffen wirklich optisch auch noch anbessern kann. Gut. Ist jetzt eine Spielerei, ja, aber ich finde es einfach cool. Es ist eine coole Idee, die dahinter steckt. So, hier waren wir. Ratchet, bring die Sternkarte, die du Nefarius gestohlen hast, zurück zur Phönix. Ich habe einen Plan und ich glaube, er wird dir gefallen. Munition ist immer was Feines. Ach, er macht die Kisten auf. Ne, ich dachte, er macht die Kisten kaputt. Doch, macht er. Tatsächlich. Er schießt auch die Kisten kaputt. Ich möchte einfach nur erstmal die ein bisschen upgraden nebenbei. Wie weit haben wir das Ding geupgradet? Ja, fehlt auch nicht mehr viel, bis wir das Ding upgraden. Also die Blitzhydra.
So, hier war alles kaputt. Gut. Ansonsten... hier lang. Gucken wir uns das nochmal genauer an hier. Sehr cool. So, Schockblaster können wir auch mal wieder nehmen. Aber jetzt, die haben sich echt gut geupgradet in der Zeit, wo wir das hier unten jetzt benutzt haben. Oh ja, ja, die haut rein. Also die Gegner sind sehr anfällig für Schockblaster. War hier jetzt noch irgendein Kristall? Ich will hier echt nichts übersehen. Das wäre ärgerlich, weil wenn man nachher was übersehen hat und alle Garnele nochmal ablaufen muss, dann ist das ärgerlich. Ne? Ich finde die Atmosphäre auch hier unten ziemlich cool. So, hier ist nix. Hier waren wir schon. Okay, nicht ganz. Aber... da sollten wir gleich mal hingehen. Hier hinten haben wir noch alles übersehen. Da gehen wir jetzt mal hin. Da ist auch ein Gadgetron. Ist ein Gadgetron-Händler drin? So häufig. Gucken wir mal. Kommen wir wenigstens dazu, die auch mal zu upgraden. Hier die Waffe. Schockblaster. Aber schon Version 3. Ist nicht schlecht. Ah, komm, gehen wir hier lang. Ich will wissen, was das G auf sich hat. Müsste ja rein theoretisch ein Händler sein, ne? Ja, wir merken schon, der Schockblaster ist zwar gut, aber der Blitzhydra ist ein Tick besser. 4 Schüsse und weg ist er. Aber hier dauert es ein bisschen länger. Das Ding ist natürlich Bombe. Was war das G jetzt? Hier war doch nichts, was das G rechtfertigt, oder? Habe ich was übersehen? Können wir auch mal benutzen. Bisschen upgraden. Kommt überhaupt was nach? Ja, bewegt sich schön der Balken. Da hinten. Müssen wir sowieso lang. Oh. Ich will noch mal ein passendes Bild davon haben. So. Gucken wir mal. Gut. Bisschen Zeit haben wir noch. Und wir haben das schon ganz gut erkundet hier. Da ist nix. Geht das nur von der anderen Seite? Ja, sieht so aus, ne? Gut, gehen wir hier lang? 14 Kristalle. Das ist schon eine Menge Bowls. Das sind 56.000, ne? Jetzt sind es natürlich 60.000. Um den Dreh. So. Ich hätte ganz gerne Saugkanone. Können wir hier rein theoretisch auch benutzen, ne? So. Hier scheint nichts mehr zu sein. Von der anderen Seite kommen auf jeden Fall Gegner. Das hört man klar und deutlich. So, ich will jetzt auf jeden Fall diesen Komplex hier hinten noch einmal erkunden. Yeah!
Okay. Das hat 32. Ich dachte, wir kriegen dafür 4000 Bolts. Ich dachte, für je einen Kristall kriegen wir 4000 Bolts. Okay. Hätte jetzt anders gedacht. Ich dachte, der hat auch gesagt 4000, oder? Oder war es das? Habe ich falsch gelesen. Auf jeden Fall bringt es immer das Doppelte. Naja. Lassen wir erstmal so da stehen. Und, ja, würde ich sagen, dann war es halt erstmal für diesen Part. Mit dem Klempner. Und würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part mal weiter. Bis dahin, euer Tracer. Ciao, Leute.